Was zuletzt geschah. Zusammen mit Bisasam kehrte die Truppe zurück zur Basis. Dort erklärten sie den anderen, was geschehen war. Die Freude über Bisasams Rückkehr war groß. Die über Floink jedoch weniger. Zudem erzählte Bisasam, weshalb Floink den Verstand verloren hatte und berichtete von dem Leben nach dem Tod. Auch Leon wollte sich anhören, was geschehen war, nachdem die Zeitung von Günthers Tat berichteten. Anschließend machte sich wieder ein Team auf. Nicht in die Stadt. Nach all dem neuen Trubel wäre dies zu riskant gewesen. Doch wohl weniger riskant, als es der Stadtrand war. Ein Trainer forderte Günther heraus, um die Menschen zu schützen. Nun war es an der Zeit. Der Kampf gegen den Trainer, den die Leute den Pokémon-Champion nennen. Der Kampf gegen Pokémon-Champion Olaf hatte begonnen. Kapitel 23. Der stärkste aller Trainer. So begann eine der größten Herausforderungen in unserer gesamten Zeit während des Krieges. Derjenige, den die Menschen als stärksten aller Trainer bezeichneten, stand uns gegenüber. Ich begann den Kampf mit Latias, was sich als gute Entscheidung herausstellte, als Olaf einen Amphira in die Schlacht schickte. Du hast Glück, aber es wird dir nicht helfen. Du hast keine Chance. Tu dir und deinem Pokémon einen Gefallen und gib dich geschlagen. Kein Trainer kann mich besiegen. Und trotzdem hast du schon einen Kampf verloren. Echt blöde Sache. Unsere ersten Pokémon standen sich gegenüber und der Kampf begann. Amphira war deutlich schneller als Latias und nutzte Verhöhner. Ich hatte ohnehin nichts anderes geplant als anzugreifen, deswegen war ich sehr zufrieden mit dem gegnerischen Zug. Psychokinese traf heftig und schaltete das defensiv schwache Amphira tatsächlich mit einem einzigen Schlag aus. Du greifst schon an? Ich dachte, du würdest intelligenter kämpfen. Die meisten würden versuchen, mit einem Drachentanz eine stabile Basis zu errichten und darauf zu setzen, mit einem einzigen Pokémon viele Gegner nacheinander ausschalten zu können. Aber du bist ein aggressiver Trainer, nicht? Dann spielen wir es eben auch so. Als zweites Pokémon des Champions kam Lapras auf die Kampffläche. Habe ich eigentlich schon einmal angemerkt, wie taktisch dumm du dich selbst außerhalb des Kampfes verhältst. Du zeigst jedem offen, welche Pokémon du dabei hast. Das macht es unfassbar einfach, gegen dich zu planen. Außerdem, hast du bei deinem Teambau überhaupt nachgedacht? Ich meine, drei Pflanzen-Pokémon? Zwei davon sogar von derselben Spezies? Nicht eine Weiterentwicklung? Gibt es überhaupt eine Sache, die an deinem Team Sinn ergibt? Ich habe mir dieses Team nicht zusammengebaut. Sie sind meine Freunde. Und deswegen brauche ich all dieses Gewäsch nicht. Wir besiegen dich auch so. Träum weiter. Die nächste Runde begann. Ich wusste, würde ich Latias zurückziehen, würde jemand anderes komplett umsonst aus dem Kampf fliegen. Auch wenn Latias kampfunfähig werden würde, musste ich bei ihr bleiben und zumindest noch etwas auf Schaden spielen. Latias, Energieball. Sie war schneller als Lapras und traf stark. Jedoch hielt Lapras deutlich mehr aus als sein Vorgänger und stand noch stabil. Ein Eisstrahl beendete die Schlacht für Latias. Ich verstehe nicht, was mit dir los ist. Du richtest so viel Schaden an und stehst nun hier, als wäre nichts gewesen. Du brichst in mein Haus ein und du denkst, du kommst damit davon. Ich glaubte, eine Träne in seinem Augenwinkel zu erhaschen. Die Maske ist das Einzige, was mir von meinem Bruder geblieben ist. Du wirst dafür bezahlen, dass du sie genommen hast. Nun musste ich genau planen. Bulbi, Bisasam und Chillast konnten alle drei viel Schaden austeilen, würden jedoch genauso stark getroffen werden. Lord Ecke war jedoch komplett aus dem Rennen und auch Hydropie würde nicht viel anstellen können. Ich entschied mich, mit Bisasam den erfahrensten der drei Kämpfer zu nutzen. Ich hatte bereits eine Idee, wie ich verfahren konnte. Wie ich bereits erwartet hatte, war Olafs Lapras schneller als Bisasam. Nun musste ich hoffen. Wenn Bisasam den Treffer überstand, würde der Plan funktionieren.
Und tatsächlich, er überstand ihn sogar besser als erwartet. Bisasam, Gigasauger. Der Treffer war kritisch. Lapras stand noch auf dem Feld. Bisasam war wieder beinahe voll einsatzfähig. Er würde noch eine Attacke wegstecken können. Somit verlief die nächste Runde exakt identisch und Bisasam war zwar stark geschwächt, besiegte jedoch Lapras. Weißt du, wieso ich der stärkste aller Trainer bin? Weil ich die Pokémon besser kenne als jeder andere. Ich habe sie studiert. Ich weiß alles über sie. Ich muss ihre Sprache nicht sprechen, um jedes Wort zu verstehen. Wir sind eine Einheit. Entgegen meiner Pläne nutzte er leider ein Lucario. Somit war es nicht möglich, meinem Plan zu folgen und eine schnelle Vergiftung zu nutzen, bevor auch Bisasam kampfunfähig wurde. Da Lucario ohnehin schneller war, erübrigte sich dies jedoch. Chelast kam in den Kampf. Dieses Lucario ist einer meiner treuesten Begleiter. Von allen Mitgliedern meines Teams ist er schon am längsten ein Teil. Zwischen uns herrscht ein besonderer Bund. Mein Plan war es, diesen Bund nichts nützen zu lassen und zu hoffen, dass Olaf es Nens gleich tat. Chelast betrat den Kampf. Wieder griff Lucario zuerst an. Olaf plante offensichtlich, mit diesem Pokémon den Kampf zu beenden. Statt einer wirklich starken Attacke traf ein Steigerungshieb, der die Angriffskraft des Gegners steigerte. Chelast nutzte den Stahltypen seines Gegners aus, um mit Erdkräften gewaltigen Schaden anzurichten. Du bist wirklich wie Snens. Ihr beide erwartet keine derartigen Angriffe von einem Chelast. Wenn wir beide ähnlich kämpfen, ist das sehr gut. Hast du dich denn nie gefragt, wie dieser Junge so stark geworden ist? Er war mein Schüler. Er war ein alter Freund meines Bruders, daher kannte ich ihn. Als ich zum Champion geworden bin, habe ich ihn trainiert. Der Junge hat viel Potenzial, nur seine Mentalität muss er in den Griff bekommen. Aber ich habe schon gehört, du hast ihn besiegt. Du bist stärker, als du aussiehst. Und trotzdem kein Gegner für mich. Hatte sich dieser Kerl nicht noch vor 2 Sekunden über Arroganz beschwert? Dafür, dass er im Nachteil war, hatte er davon nämlich doch noch sehr viel. In der nächsten Runde schaffte er es, mit Hilfe von Aurasphäre viel Schaden auszurichten. Doch Chelast blieb im Kampf und besiegte Lucario. Die Hälfte war geschafft. Ich war im Vorteil. Und diesen würde ich bei Knackrack, der das nächste Pokémon darstellte, stark ausbauen. Olaf begann übermütig mit Drachentanz. Wieder darauf bedacht, mein Team mit einem einzigen Pokémon zu besiegen. Jedoch hatte Chelast eine weitere Trumpfkarte. Kraftreserve Eis. Eisangriffe waren unfassbar stark gegen Knackrack. Das eher fragile Pokémon wurde mit einem einzigen Treffer ausgeschaltet. Was? Typ Eis? Das ist doch absolut bescheuert. Welcher Trainer benutzt diese Attacke überhaupt? Siehst du endlich, dass du diesen Kampf verlieren wirst? Oh nein, ich werde ihn gewinnen. Warte nur ab, hier ist noch nichts entschieden. Olafs vorletztes Pokémon betrat das Kampffeld. Es war ein Gewaldro, welches Chelast in seinem nächsten Zug ausschaltete. Somit blieben mir noch 3 Pokémon. Ich wusste bereits, dass dieses Gewaldro gut gegen Feuer gerüstet sein würde und schickte Bulbi in den Kampf. Der Kreideschrei des Geckos wurde von einer mächtigen Matschbombe erwidert. Auch Gewaldro war beinahe aus dem Kampf ausgeschieden. Weißt du, weshalb ich Trainer wurde? Um den Menschen zu helfen. Um diese Welt am Leben zu erhalten. Im Namen meines Bruders. Ich sah, dass Bulbi etwas traurig wirkte. Ich wusste, woran sie dachte. Auch wir kämpfen für jemand Verschollenen. Nur mit dem Unterschied, dass wir wissen, was mit ihm geschehen ist. Er weilt nicht mehr unter uns. Und für ihn kämpfen wir. Für ihn und die Wurzelwelt. Die Wurzelwelt? Hatte ich also recht? Du bist ein Außerirdischer? Gar nicht mal so falsch. Durch die gesenkte Verteidigung schmerzte die Kreuzschere des Gegners in der nächsten Runde extrem. Doch Bulbi hielt es durch und nutzte die Gigasauger, um von der letzten Kraft des Gegners ein wenig zurückzubekommen. Es ist vorbei, Olaf. 3-1. Glaubst du wirklich, du kannst noch gewinnen? Doch diesen Kerl brachte nichts aus der Ruhe. Und ich durfte auch erkennen, weshalb. Oh, ja, das glaube ich. Glückwunsch an dich, du bist wirklich stark.
Nicht gegen viele musste ich mein letztes Pokémon nutzen, aber du wirst es nicht besiegen können. Mein stärkster Krieger. Los, Rayquaza! Das letzte Pokémon des stärksten aller Trainer. Dieses Pokémon zeigte mir auf, wie mein Bruder an seine Stellung kam. Der Wächter des Himmels selber, Rayquaza, hatte sich seinem Team angeschlossen. Und dieses Pokémon war auch der Grund für seine Selbstsicherheit. Ihm war die ganze Zeit klar gewesen. Mit Rayquaza hätte er selbst in einem 1 gegen 6 eine Chance. Ich musste es mit Bulbi, Hydropie und Lord Ecke irgendwie schaffen, es niederzustrecken. Doch ich hatte ein Ass im Ärmel. Hydropie beherrschte Eisangriffe. Sollte er auch nur einmal zum Angriff kommen, so würde er den Kampf vermutlich beenden können. Doch noch war Bulbi auf dem Kampffeld. Rayquaza ist der Grund, aus dem ich geworden bin, wer ich bin. Nicht bloß durch seine Stärke. Als ich noch ein schwacher Trainer mit einem einzelnen Lucario war, wurde ich einmal von einem mächtigen Boden-Pokémon angegriffen. Vielleicht war es sogar ein General. Ein Kampf, den ich niemals überstanden hätte, wäre Rayquaza nicht gewesen. Wie aus dem Nichts ist es erschienen, um mir zu helfen. Olaf war durchaus bewusst, dass er mit Rayquaza viel schaffen musste. Doch ein Drachentanz sollte helfen, mich zu besiegen. Es war eine Chance, mit der ich tatsächlich gar nicht gerechnet hatte. Doch so konnte Bulbi durch Toxin eine tickende Zeitbombe aus dem Feind machen. In der nächsten Runde wurde sie jedoch schmerzhaft kampfunfähig gemacht. Nun galt es. Alles oder nichts. Hydropie kam in die Schlacht. Rayquaza war eindeutig schneller als Hydropie und traf mit einem mächtigen Donnerblitz. Ich wusste nicht, wieso dieses legendäre Pokémon damals gerade mir geholfen hatte. Doch nachdem es den Feind verscheucht hatte, blieb es. Es schloss sich mir an. Ich brauchte lang, bis ich verstand, weshalb. Doch ich sah in diesem neuen Zusammenschluss eine Gelegenheit. Mit einem derart starken Mitstreiter könnte ich eine große Rolle in diesem Krieg spielen. Ich konnte etwas bewirken. Ich könnte der Schlüssel sein. Der stärkste Trainer. Und so trainierte ich. Ich lernte alles über diese mystischen Wesen. Ich beschäftigte mich mit dem Kampf. Und schließlich war ich der Erste, der es schaffte, einen General niederzustrecken. Doch ich ruhe mich nicht auf meinem Erfolg aus. Erst sobald der Krieg gewonnen ist, werde ich ruhen. Hydropie ging zu Boden. Ich betete, dass er wieder aufstand und seinen Eisstrahl abfeuerte. Doch er blieb liegen. Olaf sah mich sicher an, bis auf einmal ein Blizzard begann zu toben, der Rayquaza kritisch verletzte. Lass nie deine Deckung fallen, das kann schmerzhaft werden. Hydropie hatte es geschafft. Noch stand Rayquaza zwar, aber das Gift schadete ihm weiter und weiter. Und Lord Ecke konnte mit Ruckzuckhieb den sicheren Sieg einfahren. Der Kampf war gewonnen. Olaf wirkte wie ein erstaunlich guter Verlierer. Er klatschte. Sehr schön, was für eine Performance. Bravo, so etwas habe ich bisher noch nicht gesehen. Du bist tatsächlich der Erste. Doch die Situation kippte schneller, als ich erwartete, als er blitzschnell eine Top-Genesung einsetzte. Ich war zu sicher gewesen und hatte bereits den Befehl für eine Aquaknarre gegeben, nicht erwartend, dass Hydropie noch einmal zum Angriff kommen würde. Du bist der Erste, der mich so weit gebracht hat. Noch nie war jemand so nah dran, mich zu besiegen. Doch deine Bemühungen waren umsonst. Weißt du, weshalb Rayquaza mich erwählte? An Olafs Arm glitzerte etwas. Ich habe einen besonderen Gegenstand in meinem Besitz. Ein Meteoritenstück. Deine Ära ist vorbei. Du wirst scheitern. An der Macht des legendären Mega-Rayquaza. Das schlangenartige Wesen hüllte sich in ein regenbogenfarbenes Licht. Die Mega-Entwicklung. Ein seltenes Phänomen, das nur durch wahre Bunde und ein passendes Pokémon ausgelöst werden konnte. Zudem benötigte man ein besonderes Item. Wäre dies in meinem Besitz, wäre es in unserem Team vermutlich Latias und Latios ebenfalls möglich. Doch das war gerade nicht der Punkt. Der Punkt war Mega-Rayquaza. Hydropie hatte keine Chance mehr. Ein Treffer des um Welten schnelleren Drachen und er war am Ende. Nur Lord Ecke war noch kampfbereit. Und so viel ich meinem besten Freund auch zutraute. Ein 1 gegen 1 gegen Mega-Rayquaza?
Ich würde nicht darauf wetten, dass unser gesamtes Team zusammen eine Chance hätte. Doch was blieb mir anderes übrig? Lord Ecke kam in den Kampf. Siehst du endlich die Wahrheit? Es ist unmöglich, mich zu besiegen. Das war's. Du hast verloren. Selbst Rayquaza stimmte seinem Trainer zu. Ihr mögt große Kraft bergen, doch um meinen Schützling und mich niederzustrecken, bedarf es mehr als das, was ihr habt. Nicht der stärkste Bund der Welt könnte mich nun bezwingen. Dein böses Tun endet hier, Walross. Günther tut nichts Böses. Merkst du nicht, was du hier tust? Rayquaza schien erstaunt. Dein Trainer ist Günther. Heißt das? Doch für eine Diskussion war keine Zeit. Das letzte Duell stand an. Lord Ecke gegen Mega Rayquaza. Selbstverständlich war der Feind um einiges schneller als mein Freund. Ein Drachenpuls schlug ein. Doch trotz allem wirkte er gnädig. Es wirkte nicht, als wäre all die Macht des Feindes in diesen Angriff geflossen. Ich gebe euch eine Chance. Zeigt mir, was ihr könnt. Zeigt, was wirklich in euch steckt. Ihr habt einen Zug. Einen einzigen Zug gewährte Mega Rayquaza uns. Ich dachte nach. Was könnten wir tun? Eine einzige Attacke musste genug sein. Wie sollte es möglich sein, diesen Feind mit einem Angriff niederzustrecken? Es tut mir leid, Lord Ecke, aber ich glaube, das können wir nicht schaffen. Mein bester Freund sah mich entschlossen an. Doch, wenn wir zusammenkämpfen, können wir alles schaffen. Wir haben die Finsternis geschlagen. Wir haben die Welt gerettet. Und das nicht nur einmal. Wir sind nicht hier, um zu scheitern. Auf eine seltsame Weise begann Lord Ecke zu leuchten. Auch ich spürte eine seltsame Resonanz. Der Name eines Angriffes kam mir in den Sinn. Lord Ecke, benutze dynamische Maxiflamme. Olaf sah erschrocken zu uns. Rayquaza wurde in ein Meer aus Flammen gehüllt. Als diese langsam verschwanden, lag das legendäre Pokémon regungslos am Boden. Die Schlacht war geschlagen.